Weh, ich komme jetzt nicht mehr dahin zurück. Doch, jetzt bin ich dort. Gut, das heißt, es gibt nämlich noch ein paar Sachen hier, die ich angucken möchte, gerne. Hier war nämlich zum Beispiel noch ein Gang. Crystal Shard of Healing. Heal all wounds, das weiß ich, dann kommen wir so live. Oh, das ist nice. Und mal wieder kein Licht. Also ein tragbarer Heilkristall und du hast zu viel Gepäck. Ja, leg mal ein paar Fackeln raus. Den Blowdart-Dinger müssen wir auch unbedingt mal ablegen. Und Schuriken brauchen wir eigentlich gar nicht. Ein Heilkristall, ein mobiler Heilkristall, ich glaub's nicht. So, das müsste es jetzt aber dann gewesen sein, oder? Das sieht fast danach aus. Ja, das hat sich echt gelohnt. Zum einen haben wir ein Level abgekriegt, was schon mal sehr gut ist. Zum anderen haben wir einen sehr mächtigen Zauber bekommen. Und ja, wir haben Ausrüstung gekriegt, sehr viel gute Ausrüstung. So, jetzt müsste uns das normalerweise wieder hochbringen, wenn wir lang genug hier stehen, hä? Dumm die Dumm. Ja. Ich habe es nur gerade nicht mitgekriegt, weil ich in die falsche Richtung geguckt habe. Okay. Diese Richtung hier. Hier speichern wir. LP041. Und dann will ich bei diesem Zauber diesen hier unten an den Elementaren ausprobieren. Unter den Archiven. Der hört sich nämlich verdammt mächtig an. Genau hier rum. Hier war ja diese tolle Rätselkammer, wobei ich die Schrift da immer noch nicht identifizieren kann. Ich weiß nicht, ob ich das selber machen muss oder ob das, ob ich dafür noch ein Handbuch oder so finde. So, hier ist einmal wieder die Kiste mit dem bisschen Essen. So, die können wir mal da unten hinpacken. Du kriegst das hier. So, wieder den Zauber aktivieren. Schuriken brauche ich keine. Das da jedoch. Und ja, hier müsste... Genau, Elementar sein. 38 ist gar nicht mal so schlecht. Wow. Wow. ja. Gut, wenn wir das eine ausgeschaltet haben, dürfte es etwas leichter werden. Und ich glaube, bewegen ist eine schlechte Idee. Au. Ja. Ja. Wow. Okay, ich rast mal kurz. Besser ist das. Hör dahinter noch ein Elementar. Das heißt, das andere hat sich irgendwohin zurückgezogen. Ein Critical. Wow, da ist er ausgewichen. Wow, da ist der zweite. Kumpel.
wieder. So, Eisspeer. Ja. Nicht mich bewerfen lassen, das ist eine ganz schlechte Praxis. Und wir haben einen hungrigen Kandidaten. Mal wieder, so. Gut, wir haben genug Essen jetzt wieder. Vor allem, da wir es geschafft haben, die Schildkröten zu töten. Trotzdem sollten wir aufpassen, dass wir uns selber nicht so leicht töten lassen. Genau. Weißt du was? Mach du mal einen Heiltrank für sie. So. Kriegst du wieder deinen Orb in die Hand. Wow. Jetzt bist du selber kurz vorm Sterben. Verteilen mal ein bisschen Essen und dann heilen wir uns hoch. So, stirbt mal endlich einer von den beiden. Das sieht nicht so aus. Au. Das ist jetzt nicht... Oh, Gott sei Dank, endlich einer. So, wo hat sich der zweite versteckt? Du bist ja hoffentlich der zweite und nicht noch ein dritter, oder? Genau. Gut. Hier ist nichts. Hier ist ein Stein, der zu viel wiegt. Und ich höre erst einmal jede Menge Ratten. Auf der anderen Seite von dieser Wand hier. Und noch mehr von diesen Elementaren. Wahrscheinlich da lang. Oh. I can walk, I can't... Was? I can walk, I can't fly, I'm alive. Ich bin der Stärkste. Das Lexikon. Da will ich unbedingt rein. Also was kann... Ich kann nicht fliegen. Kann ein Stein fliegen? Ja, ein Stein kann theoretisch fliegen, aber... I can walk. Was kann laufen? Rosen? Ich bin am Leben, ist eine Pflanze. Und ich bin der Stärkste. Ist das ein Hammer? Nein. Okay. So. Da will ich auf jeden Fall rein. Also entweder finde ich hier hinter den beiden Türen die Teile für dieses Rätsel. Und mein Licht geht mal wieder aus. Oder ich finde hier hinten nur den Tod. Hier finde ich auf jeden Fall eine Riesenkrabbe. Wow, der ich auch endlich mal Schaden mache zur Abwechslung. Also meine neue Wumme ist auf jeden Fall gut. Ja. Und ja, ich baller mal ein bisschen rum. Obwohl, ich habe genug Mana, ich kann zaubern. Wenn ich nicht weiß, wie viel Schaden mein Zauber... Na doch, er macht Schaden.
Wow, ich habe sogar genug Energie für noch einen schweren Angriff. So. Und weg mit der einen Krabbe, die einen Schlüssel bei sich hatte. Gut. Das klingt so, als ob das dahinter... Wow. Da ist noch eine Krabbe. Wow. Ja, komm her. Okay, ich habe immer noch nicht genug Accuracy, um ordentlich was mit der Flinte zu reißen. Vielleicht gebe ich ihm demnächst mal ein bisschen Accuracy. Obwohl, wenn er trifft, macht er eigentlich ganz gut Schaden mit der Flinte. Au. Das ist wiederum nicht so schön. Wow, das war gut. Das war wieder nur ein Schaden mit der Flinte. Okay, sie hat irgendwo eine Wunde, die sie verlangsamt. So. Weg mit dir. Dann machen wir hier mal zu. Wo hast du denn deine Wunde? An den Füßen. Ich gehe mal kurz noch ein paar Meter reingucken. Also hier die Türen lasse ich geschlossen. Hier auf jeden Fall schon mal Viecher da hinten. Und hier würde es weitergehen. So, noch mehr Krabben. Zu einem blauen Kristall. Okay. Was steht hier? Scroll, Walk, Sword. Ja, das probiere ich. Wer verhungert? Sie verhungert. Du? Gib ihr mal Essen. Obwohl, das probiere ich jetzt einfach mal so aus. Das dürfte ja... Nein, ich bin so weit gekommen. Nein, 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 nein. Risiko fangen wir jetzt nicht an. LP042. So. Also. Eine Schriftrolle. Ein Stein und ein Schwert. Andere Schriftrolle vielleicht? Scroll. Scroll, Rock, Sword. Aber nö. Oder vielleicht direkt in die Mitte legen. Scroll, Rock, Sword. Und nichts passiert. Scroll, Rock, Sword. Oder vielleicht gerade verkehrt herum? Nein, so auch nicht. Ah! Ah! Das war jetzt gemein. Okay. Bevor ich jetzt neu lade, mache ich erst einmal einen Cut und dann sehen wir uns nach dem Laden wieder. Also, bis dann.